Ein Verkaufsrekord war Anlass für das Rüsselsheimer Opel-Werk 1976, ein Sondermodell des Opel Rekord D, den Millionär, auf den Markt zu bringen. Grund genug, denn der Opel Rekord war bereits 1 Million Mal vom Band gelaufen. Es sollten insgesamt 1,2 Millionen Exemplare werden, bevor die Reihe eingestellt wurde. Der Millionär war passenderweise ein Sondermodell von der Sorte, darf's ein bisschen mehr sein. Sportliche Armaturen, plüschig weiche Veloursitze, Sonnendach, Scheibenwischer am Scheinwerfer und eine elektromagnetische Kofferraumentriegelung gehörten dazu. Am vorderen Kotflügel findet man in geschwungener 70er-Jahre-Schrift den Millionärschriftzug, wie eine Auszeichnung. Unter der Motorhaube der Berliner Limousine werkelt ein 2-Liter-Motor mit 100 PS Leistung. In Zeiten der damaligen Ölkrise eine deutliche Übermotorisierung. Doch der Opel-Millionär schaffte damit die 170 Kilometer pro Stunde Marke und war somit ein Kraftprotz auf der Autobahn. Ein sportliches Gemüt konnte man ihm dennoch nicht nachsagen. Das passte nicht zur angepeilten Käuferschaft, die sich zwischen Mittelstandsbürger und Rentner bewegte. Der Millionär sollte gediegen und elegant wirken. Das Kürzel D in der Bezeichnung kam erst viel später offiziell beim Opel Rekord dazu. Man hatte zunächst befürchtet, dass die Werksbezeichnung D in die Irre führen würde und die Käufer einen Diesel dahinter vermuten würden. Anfangs wurde das Modell noch als Rekord 2 bezeichnet. Mit Stolz verkündete Opel in der Werbung, dass die Rekordmodelle erstmals mit Hilfe von Computern konstruiert und entwickelt worden waren. Am Ende der Bauzeit zählte Opel Rekord D mit 1,12 Millionen verkauften Exemplaren zum erfolgreichsten Fahrzeug seiner Klasse in Europa. Original erhalten sind nur noch wenige Exemplare so gut wie das hier gezeigte Modell. Denn viele der ausgedienten Fahrzeuge wurden im damaligen Tuning-Fieber umgebaut.